Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir wollen Kopfgelder jagen. Davon haben wir bis jetzt eins, nämlich Torf in den Esternwald. Jetzt suchen wir. Nein. Ja, hier. Darauf Grimmauld, den Vampir in den Katakomben vom Kupferweg. Der müsste ziemlich straightforward gewesen sein. Was sich übrigens wohl hier getan hat, seitdem wir die Aufführungschefin erledigt haben. Also so wie es aussieht, geht das Theater weiter, aber es gibt niemanden mehr, der es leitet. So, okay. Hierhin wollen wir, zu den Katakomben. I shall be quiet as a calm sea, which So, und jetzt is. schleichen wir lieber. Weil, wenn ich mich richtig daran erinnere, war der Vampir mit seinen Schergen ziemlich nah. Also er muss, glaube ich, irgendwo hier in dem Bereich gewesen sein. Hier oben bei dem war er nicht. Oder auch nicht. Ah, hier ist er. Und da ist er auch schon aufgetaucht. Alof ist ein bisschen verwirrt, das ist nicht so gut. Lorenz wird hier ganz gut behakt. Auf die Vetter lieber um, bevor er ganz stirbt. Ja, das ist gut. Hallo, schütz dich mal. Okay, was können wir noch machen? Wir können Oga rufen. Oh, Itumak hat also niedrige Ausdauer.
Ah, hallo, wechsel wieder auf deinen Zauberstab, bitte. So. I'm here. At once. So, für Dorin sollten wir jetzt rasten gehen. Eine gute Brigandine, zerschlissener Umhang. I'm here. Eine Quest weniger. Also raus hier. Machen wir das Ganze beim Schnelldurchlauf. Darauf Grimaud lebt nicht mehr. Wenn ich Oberwärter Firgen in seinen Kopf bringe, kann ich meine Belohnung einfordern. Genau. So, jetzt gehen wir aber erstmal in die Taverne hier und rasten und dann verlassen wir Trutzbucht. Auch wenn ich gern mal sehen würde, wie es in der Dünnrotstraße jetzt gerade aussieht. Weil wir waren ja lang nicht mehr dort. Wir waren eigentlich seit den Aufständen nicht mehr in Dürfurt. Na gut, dann gehen wir in die Dunrütstraße mal. So, hier kann man wahrscheinlich natürlich nicht mehr rein ins Sanatorium. Oh, selbst Serie steht noch hier rum. Sie haben das gesamte Sanatorium niedergerissen und ich dachte, im Geschenk würde es schlimm zugehen. Sanatorium, ja. Da kann man definitiv nicht mehr hinein. Well met, friend. Lebt und arbeitet hier überhaupt noch jemand? Das ist echt die gute Frage. Ah, nur Kurin ist so übrig geblieben, oder was? Kurins Ohren klappen in Richtung des Eingangs, als er hört, dass du dich näherst. Er dreht sich ruckartig um. Als er dich erkennt, seufzt er fast sich ans Herz. Ich dachte, du wärst ein Plünderer. Wenn du kommst, um die Hilfe der Dunrütstraße zu erbitten, bist du zu spät. Ich bin alles, was noch übrig ist. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht. Er blickt auf die Spuren eines Kampfes um ihn herum. Ich war gerade etwas zu essen kaufen, als das hier passierte. Sie muss kurz darauf zurückgekommen sein. Ich will noch ein paar Sachen zusammensuchen. Akten von allem, einige Fälle, die ich nicht aufgeben will. Auch wenn ich jetzt alleine bin. Ich werde bald fort sein. Vermutlich werden sie mich jagen. Aber es ist schwer, all das zurückzulassen. Lady Webb, sie hat hart dafür gearbeitet. Dann leb wohl, Corin. Und viel Glück dir. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Kopfgeldaufträge wir noch kriegen werden. So viele können es ja nicht mehr sein, weil das meiste haben wir jetzt schon abgedeckt. Wenn ich mir nämlich die Weltkarte angucke, sind wir eigentlich, was das Hauptspiel angeht, durch. Also ja, Crackhold und die Weißmark hier oben ist alles ja White March. DLC.
Aber hier drüben haben wir eigentlich alles. Hier haben wir alles. Wir sind ja eigentlich, was die Hauptstory angeht, kurz vor dem Ende. Wir müssen uns nur für einen Gott entscheiden. Und in der Grabinsel in die Grube springen, zum Point of No Return. Aber wir haben noch so viel zu tun und zu erledigen, bevor wir Taos gegenübertreten. Aber jetzt erstmal rasten. So. Mögen die Götter dich schützen? Da müssten wir mit ihm hier reden, wahrscheinlich. Hail and well met. Wer bist? Nee, nicht wer bist. Zeig mir die. Ich will Zimmer sehen, genau. Dann nehmen wir Wahrnehmung und Heimlichkeit. Nee, ins Lager will ich nicht zugreifen. Ich will einfach schlafen. Und der Bau der Handwerkshalle ist abgeschlossen. Sehr schön. Geben wir als nächstes... Also die Kapelle und die Handwerkshalle sind abgeschlossen. Ich finde es ja schade, dass man nicht wenigstens zwei Bruni beim Rasten in Cat Noir kombinieren kann. So, wir haben jetzt aber noch 3 Tage. Deswegen würde ich ja fast sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Cliaban Rilak hoch und holen uns dort das Kopfgeld. Ja, das würde uns fast einen Tag kosten. Aber ist auch in Ordnung. Ist jetzt nur die Frage, ob der Typ in Cliaban Rilak ist oder ob er vor Cliaban Rilak ist, den wir gerade suchen. Weil hier sind auf jeden Fall immer noch die Jäger. Die Zeit für Worte ist vorbei, Estramor. Geh. Was steht denn über... Sie wurde zuletzt bei Cliaban Rilak gesehen. Außerhalb von Cliaban Rilak. Wahrscheinlich ist das ihr Lager dann. Hallo? Hallo? Ah, Duens, wechsel wieder zum Bogen. Okay, das tut weh. Aber selbst da können wir was gegen machen. Wir können nämlich auch Fluggeschosse, die böse sind. So, holen wir mehr Ogre. Brave thou
Got an arrow. That's not very helpful. So. Das lief schon mal gut. Oh, hey Kanna, na, Kebuse für dich.